Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Cyberpunk 2077. Ja, in der letzten Folge haben wir das letzte Puzzleteil abgeschlossen, um das DLC spielen zu können. Und jetzt können wir ins DLC reingehen und ich würde sagen, wir fackeln auch nicht lange und gehen rein. Vorher muss ich euch was beichten. Ich habe das DLC angefangen zu spielen. Wie kann er nur? Ich dachte, er spielt es mit uns zusammen. Ja, habe ich auch indirekt. Das Problem war, ungefähr nach einer halben Stunde im DLC gab es irgendeinen Bug. Es gab so einen Speicherbug, dass dieses Speicher-Ladesymbol nicht weggegangen ist. Weil ich so, ja gut, dann schließe ich das Spiel nochmal, öffne es nochmal und gehe vom letzten Checkpoint nochmal rein. Das Problem ist nun, dieser Bug, der hat meine PS5 komplett gebrochen. So gefühlt. Also wirklich, ich hatte richtig Struggle. Hier ein kurzer Ausschnitt. So, Leute, da wäre ich wieder. Ich hatte gerade das. Digga, der hat sich schon wieder aufgehangen. Der hat sich schon wieder aufgehangen. Er hat sich schon wieder aufgehangen. Ich kann nichts machen. Ihr seht das vielleicht hier. Ich drücke hier alle Tasten. Es passiert gar nichts. Gar nichts passiert. Er ist wieder komplett im Menü aufgehangen. Ja, also wie ihr vielleicht so ein bisschen wahrnehmen konntet, gefühlt meine PS5 ist kaputt gegangen, so gefühlt. Auf jeden Fall habe ich den gefixt bekommen. Das Problem war nur, dass ich nicht bemerkt habe, dass der diesen ersten Teil dieser halben St oder diese halbe Stunde nicht gespeichert hatte. Von Beginn an des DLCs. Dementsprechend spiele ich das jetzt so gesehen nochmal. Also wir sind jetzt, also ich bin eigentlich von meinem Wissen her schon weiter, wie das DLC startet. Und das finde ich sehr, sehr schade. Aber ich versuche nochmal so authentisch wie möglich meine ersten Eindrücke nochmal wiederzugeben, was ich ungefähr gesagt habe. Und wie ich das so fand, meine ersten Eindrücke. Ja, deshalb nur, damit ihr Bescheid wisst. Ist leider passiert. Dementsprechend muss ich so gesehen jetzt den ersten Teil nochmal aufnehmen. Ich würde sagen, packen wir nicht lang drum rum, gehen wir direkt rein. Oh, Junge! Hörst du mich? Ja. Ja, schon, aber wer bist du? Gut, es hat geklappt. Ich heiße Song Soo-mi, aber nenn mich einfach Songbird. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Situation, dein kleines Problem. Und ich kann dein Leben retten. Warte, willst du mich verarschen? Ganz und gar nicht. Du hast bestimmt Fragen, die ich dir gerne in Kürze beantworte. Aber zuerst musst du Night Citys eitrigen Blinddarm aufsuchen. Also Dogtown. Ja, Doktor, ich habe davon gehört und ich sage, es ist nichts Gutes, da will man nicht hin. Extraterritorialer Teil von Pacifica. Beherrscht von einem internationalen Waffenhändler namens Kurt Hansen. Die Konzerne halten Abstand. Habe ich was vergessen? Nein, ziemlich gut zusammengefasst. Also ganz bin ich noch nicht überzeugt, bin ich ehrlich. Also, zusammengefasst. Du kennst mich, ich dich nicht. Aber ich soll für dich in Night Citys beschissensten Bezirk gehen? Ganz ehrlich, das klingt nicht gerade verlockend. Ich schwöre, ich erkläre dir alles und beweise, dass ich dir helfen kann. Aber jetzt hör zu, wie. Dogtowns Haupteingang. Geh dorthin so schnell du kannst. Ich kontaktiere dich dann. Ja, also genau genommen. Ganz schön aufwendige Falle. Oder ein Rettungsring. Leute, immer, es ist immer das Gleiche. Ich will immer noch was sagen zu der Person und die legt einfach auf. Einfach ehrenlos. In der Tat. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Wer bist denn du Man jetzt? nennt mich El Capitan. Muss los. Ciao. Okay, wieder da. Schieß los. Jo, danke dir. Digga, hört auf, mich anzurufen. So, moin, Victor. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Ja, ich würde nämlich so ein paar Upgrades machen. Und zwar zum einen unser Betriebssystem upgraden. Let's go. Dann hätte ich noch gerne. Wo war das denn? Da, optische Tarnung. Das nehmen wir mit.
Das ist sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig. Dann bei den Armen würde ich gerne noch so ein Sprengding reinbauen. Ja, der Kollege. Zack. Mehr Panzerung. Immer gut. Ja, ich würde sagen, das passt. Danke, Victor. Jetzt können wir nämlich hier bei unserem Cyberdeck, beziehungsweise bei unserem Betriebssystem, diese Level 3, also diese blauen hier benutzen, was ganz geil ist, weil jetzt können wir mehr Kurzschlussschaden beispielsweise machen. Junge, wir haben richtig viel da gelassen. Aber es hat sich gelohnt. Hoffe ich. Hier sind immer noch die Pazifika, oder? Moin, Judy. Hey, Judy, was gibt's? B, kannst du herkommen? Ist eigentlich gerade schlecht. Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Judy, ist jetzt gerade schlecht. Bin ich ehrlich. Oh, moin. Aus dem Weg! Sofort! Ihr könnt euch beide verpissen. Wir sind das NCPD. Unsere Verdächtige ist nach Dogtown geflohen. Ist mir scheißegal. Zurück in die Stadt mit dir, Bullenschwein. Das ist nicht dein Revier. Weißt du was? Fick dich und dein Dogtown und dein... Können wir auch nichts für. Krieg dich wieder ein. Komm, ein Brosef geht auf mich. Moin Leute, ihr kennt mich noch nicht. Ja, ich bin Vi oder auch Topson, je nachdem. Ich denke mal, dass ich euch drinnen mehr treffen werde als hier draußen und wir... Danke. Sympathisch. Moin. Na? Suche nach Songbird. Was hast du hinten drin? Das Übliche. Implantate. Zetatec. Müssen wir hier rein? Moin. Willst du eine Abreibung? Verpiss dich! Nee, alles gut. Weiter und dann gibt's Ärger. Ist ja gut. Hey, ich fahre Kisten von A nach B. Oh, Junge. Fuck! Alles wird gut. Atme durch. Zähl bis 10. Sprich ein Mantra. Was immer dir dabei hilft, dich zu beruhigen. Dein Nervensystem hat mächtig was abbekommen. Oh, das habe ich gemerkt. Herzrasen, Schweißausbrüche. Wird gleich besser. Was? Was machst du? Ist das eine Falle? Im Gegenteil. Ich helfe dir. Sicher. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Wenn ich sie entschärfen könnte, würde ich es tun. Gleich geht's dir besser. Keine Sorge. Die Sache stinkt. Ich glaube, sie macht was mit dem Relic. Wie zum... Stimmt, Johnny. Aber keine Angst. Euch passiert nichts. Ey, fick dich! Wenn wir beide auf dem Biochip-Protokoll aktiv sind, kann das bei V-Shocks auslösen. Ich muss dich abstimmen. Was zum Teufel? Zu deinem und zu V's Sicherheit. Oh, Junge. Ich musste ihn stumm schalten. Er hört dich weiterhin, kann nur nicht mit dir reden. Junge, das war richtig krank, Alter. Langsam wird die Sache klarer. Du bist Netrunner, oder? Und zwar eine richtig gute. Richtig geraten. Hab mich übers kognitive Protokoll des Relics reingelassen. Ich sehe und höre dasselbe wie du. Im Moment bin ich an Bord von Space Force One und sitze Rosalind Myers gegenüber, der Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Die Präsidentin? Scheiße, das ist kein Witz. Nein, das ist todernst. Das Flugzeug wurde gehackt und fliegt direkt auf Night City zu. Bald landen wir in Dogtown. Unser Funk ist gestört. Blockiert. Ich hatte keine andere Option als den Relic. Im Moment bist du unsere einzige Kontaktperson am Boden. Kannst du jetzt nicht schon das Flugzeug nicht hacken? Doch. Ich bräuchte nur 24 Stunden, die richtige Ausrüstung und literweise Kaffee.
Leider habe ich gerade nichts davon. Na, das ist schlecht. Und die Präsidentin ist wirklich bei dir. Sitzt mir direkt gegenüber. Sie weiß schon Bescheid. Wartet nur auf dein Okay. Okay, wie kann ich helfen? Was soll ich tun und wie viel Zeit bleibt uns? Zu wenig, um die Landung in Doktorn zu verhindern. Jetzt geht's nur noch um Schadensbegrenzung. Da kommst du ins Spiel, wie? Das Leben der Präsidentin und ihre Sicherheit haben höchste Priorität. Sie wird den Aufprall überleben. Aber Doktorn, du musst sie aus dem Flugzeug holen, bevor dir jemand zuvorkommt. Kriege ich da Gesellschaft von Gegners oder wie sieht das aus? Kurt Hansen, Doktorns selbsternannten Boss. Der Mann hat zig Gründe, Myers als Geisel zu wollen. Er hätte das Flugzeug nicht allein hacken können. Also gibt's in Washington einen Maulwurf. Aber das klären wir später. Ja gut. Du hast gesagt, du kannst mir helfen. Stimmt das? Ich habe dir gezeigt, was ich kann. Das war lange nicht alles. Ich kann dich heilen. Ein für alle Mal. Warum soll ich dir trauen? Hatte eben wegen dir einen Anfall. Eine Nebenwirkung. Tut mir leid. Aber die gute Nachricht. Ich mach's wieder gut. Hier, nimm das als Vorschuss. Dein Relic ist voller beschädigter Daten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst eh nur ungenutzt rum. Ja, Leute, und damit haben wir uns den Relic-Vorteilsbaum freigeschaltet. Ich fasse mal kurz zusammen, was da in dem Text steht. Da steht sowas wie, dass wir dadurch jetzt einzigartige Fähigkeiten freischalten können. Es gibt immer so Militech-Datenterminals, so eine Art kleine Nebenquests oder so Sammelobjekte, sage ich jetzt mal, die wir machen können. Und dann kriegen wir diese Relic-Punkte und können dadurch dann diese Punkte investieren und dann neue Fähigkeiten freischalten. Militech-Firmware. Gar nicht übel. Tja, gemütliche Regierungsjobs wie meiner bringen einige Vorteile mit sich. Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann was. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Kampfanalysen, legendäre Aufträge, Missionen, bei denen sich das NCPD einmachen würde. Sieh dich in Doktorn um. Da muss ich erstmal hin. Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du da nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schleichst dich schön heimlich von hinten rein. Ich darf niemand sehen oder scannen. Ja, also geh du ruhig vor. Denke schon. Nach dir. Also ich bin ja auch ein super Stealth-Typ. Ich bin bei dir und helfe so gut ich kann. Dankeschön. Jetzt werden nicht nur Gespräche beendet, bevor ich mit denen zu Ende geredet habe, sondern jetzt die spawnen die auch einfach, wenn ich mit denen noch nicht zu Ende geredet habe. Danke, Songbird. Sympathisch. Das Parkhaus. Moin. Da, hinterm Zaun. Das haben früher Schmuggler benutzt. Jetzt bist du dran. Schleich dich rein. Lenk zur Not die Wachen ab. Denk dir was aus. Songbird, ich bin ja auch, wissen viele nicht, Schleichprofi. Ja? Das heißt, ich... Scheiße! Ich kann hier... Oh nein! Ach, die machen dich kalt! Parkhaus, los! Ja, das war... Schnell mal was. Ja, was ich sagen wollte ist... Sagen wir, ich bin ja sowas wie ein Schleichprofi, ja? Wissen viele nicht. Aber ich bin ja so ein Stealth-Hacker-Schleich-Typ. Und wir kriegen das hin. Moin. Schlaf mal schön. So. Ich meine, wir müssen jetzt ja auch schauen, dass wir das hier irgendwie auf die Reihe bekommen, weil mein Songbird arbeitet für die Präsidentin, ja? Und wir müssen natürlich schauen, dass... Oh, Junge. Schauen, dass wir irgendwie ein gutes Bild von uns vermitteln. Ja. Können wir den denn so wegnatzen? Ich frage für einen Freund. Ah. Okay, das ist gut. Das heißt, wir heben dich mal eben auf. So, da ist der. Genau, zu dir kommen wir jetzt. Wir können jetzt auch hier einfach weitergehen, ne? Aber das wäre ja zu einfach. Deswegen sagen wir einfach. Zack. Komm mal mit hier hinten. Easy. Gar kein Problem. Ich hoffe, Songbird, du siehst das alles, ne? Also wir sind wirklich gute Söldner.
Und ja, also man kann uns auch öfters anheuern. Halt's Maul. Sympathisch. Ich denke mir halt, die Regierung bezahlt bestimmt gut, ne? Also. Naja. Moin. Zack. Und sagen wir, wir sind natürlich auch Hacker oder Netrunner. Ich zeige dir das mal eben. So. Zack. Gar kein Problem. Weiter geht's, Leute. Okay, geh rein. Such nach einem Netzzugangspunkt. Verlink dich damit, dann kann ich dir helfen. Machen wir doch, ist gar kein Problem. Du musst eine Ebene runter. Sieh dich nach einem Weg um. Eat. Such jetzt nach einem Wartungsraum. Da drin findest du bestimmt eine Stromquelle. Ich hoffe nicht, dass das DLC in so eine gruselige Richtung geht. Da habe ich jetzt nicht wirklich Lust zu, bin ich ehrlich. Mach mal an. Irgendwas ist angegangen. Sehr gut. Genau das wollten wir. So, dann wollen wir mal. Okay, hat geklappt. Perfekt. Steige jetzt ins System ein. Uralt. Keine protoalten Protokolle. Beschädigte Daten. Moment, ich muss einen unserer Satelliten pingen. Mal gucken, welches aktive Dogtown-Netzwerk mit dieser Infrastruktur verbunden ist. Eine kleine Hintertür. Und weiter geht's. Also, ich sag's mal so, hätte ich vor... Los auf die Plattform. Ich führe dich von hier aus zum Parkhaus. Hätte ich vorher gewusst, dass wir so eine gute Netrunnerin bekommen und die ja theoretisch für uns alles hacken kann, dann hätte ich ein anderes Bild genommen. Bin ich ehrlich. Moment. Zuerst hast du den Rally gehackt. Dann Johnny stumm geschaltet. Jetzt erwächst du einen Schrotthaufen zum Leben? Ziemlich krass. Wer hat dir das beigebracht? Ich bin eine NUSA-Informationsanalytikerin. Ich wurde von Experten ausgebildet. Und die wollten mich haben, weil ich mir mit 13 ein altes Deck beim Ripper an der Ecke gekauft habe. Und seitdem ständig im Net bin. Und da wurde man auf mich aufmerksam. Die Geschichte fühlt sich unvollständig an. Als wäre sie komplizierter. Vielleicht. Und die spawnt. Man kennt's. Haha. Oh Junge. Ja, es wird gar nicht zum Horror geben. Ich entschuldige mich schon mal für die Frage, aber... Nummer in Compecky Plaza? Wieso? Hab mit einem Freund an einem Auftrag gearbeitet. Der Coup war ihm echt wichtig und er... Er war dir wichtig. Er hat's nicht geschafft. Hat er nicht. Wisst ihr, Leute, solche Sachen, das erinnert mich alles an so ein Grusel-Horror-Game. Und ich sag, wie es ist. Ich spiele Cyberpunk nicht ohne Grund, ja? Sollte irgendjemand von euch in die Kommentare schreiben, Tobi, spiel doch mal ein Horror-Game. Das könnt ihr euch sonst wohin spielen. Das sieht ja alles nicht so sicher aus, bin ich... Oh, Junge! Ich sag, wie es ist. Hätte ich einfach meine Schnauze gehalten, wäre nichts passiert. Glaub schon. Ich sag, wie es ist. Ja, Leute, hier gibt es einen kleinen Einschub jetzt von meinerseits. Denn ungefähr hier ist es passiert, wo das Spiel komplett gecrashed ist und diese Aufnahme kaputt gegangen ist. Das heißt, alles, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist noch aus der Original-Erstaufnahme-Session. Das heißt, da habt ihr wirklich den komplett ungefilterten Eindruck von mir, wie ich das alles das erste Mal erlebe. Ich würde sagen, viel Spaß damit. So, da wären wir auch wieder, Leute. Danke. Nachdem meine PS5 komplett gecrashed ist, nichts funktioniert hat, ihr habt das ja gerade alles mitbekommen, gehen wir wieder rein in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC. Ich weiß jetzt schon den Titel der Folge. Das DLC ist so krass, dass selbst meine PS5 gecrashed ist. Warte mal ganz kurz. Ja? Übrigens, muss echt nervig sein mit so einem abgehalfterten Rockerboy im Kopf. Klingt anstrengend. Ja, man gewöhnt sich dran. Hab mal von einem Chum gehört, dem eine Klinge in der Gesichtsplatte steckte. Er hat sie behalten, gab ihm Persönlichkeit. Und die Moral? Man gewöhnt sich an alles Mögliche. Naja,
aber nicht an alles. Junge, einfach Parcours. Ich weiß gar nichts. Einfach Cyberpunk zum Parcours-Spiel geworden. Ich sag, wie es ist. Oh, Junge. Junge, 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 Junge. Ich will das doch nicht. Wie? Präsidentin Myers wünscht dir viel Glück. Danke. Wie geht's dir? Och, nett, dass du fragst. Ich habe ihr unseren Plan erklärt. Typisch Rosalind. Sie sagt, halt mich auf dem Laufenden. Sitzt da, nippt an ihrem Gin, blättert im Kalender und verschiebt Meetings. Die Frau haut nichts um. Ja. Hoffen wir mal, dass das so bleibt, ne? Ich glaube, ich sollte vielleicht so Kletterseile und so holen. Ich glaube, das ist sicherer. Heat. Oh, Junge. Bitte nicht kaputt gehen. Ich bin deine einzige Hoffnung. Schon vergessen? So hell wie in der Metro, ha? Als ich gerade erst angefangen hatte, habe ich nach solchen Orten gesucht. Den Strom angezapft, mich verlinkt, mich sozusagen ins Netz gestohlen. Ich habe die gefährlichsten Aufträge gemacht und dabei viel gelernt, auch wenn es weh tat. Aber ein paar Mal sind mir richtig große Dinger gelungen. Irgendwas, wovon ich in PBS-Feeds gelesen habe? Biotechnica. 3 oder 64. Fermentierungsanlage in Oregon, ganz inoffiziell. Sagt dir das was? Scheiße, du warst das? Nur die Besten schaffen sowas. Leute wie Spider-Murphy, Bartmoss. Aber Songbird? Den Namen habe ich noch nie gehört. Für Fame wäre ich ein Rocker-Girl geworden. Ja. Oh, Junge. Haha. Wenn es ein Jumpscare kommt, ich weine. Ich will das nicht. Hallo? Sagen wir, das ist nicht lustig, bitte hör auf damit. Rein in den Aufzug. Ich erledige den Rest. Gleich bist du in Dogtown. Mach einen Bogen um Hansons Schläger. Apropos Kurt Hansen, was weißt du sonst noch über ihn? Hansen war Offizier. Militech. Am Ende des Vereinigungskriegs sollte seine Einheit Night City einnehmen. Seine Leute eroberten diesen südlichsten Zipfel und blieben einfach hier. Haben den Abzugsbefehl verweigert, die Waffen eingesteckt und Dogtown gegründet. Sie haben einen Krieg gegen den nächsten eingetauscht. Ob heiß oder kalt, Krieg bringt eben die meiste Kohle. Die Treppe hoch durchs Lager, das sollte zum Markt führen. Holt euch Munition, Sturmgewehre und taktische Ausrüstung. Zu harmlos? Seht euch hinten um. Oh, Junge. Haha. Moin. Krasse Mods schon. Außer bei einem Maelstromer habe ich sowas noch nie gesehen. Du meinst das hier? Das ist doch gar nichts. Zieh dir das mal rein. Oh, Junge. Oder das hier. Hast du eine Art Unfall gehabt? Gibt viele Theorien dazu. Cyberpsychose, Unfall in der Kindheit, eingestürzte Mine, such dir was aus. Und welche Story stimmt? Die mir die meiste Kohle bringt. Geile Sammlung. Keine Angst, dass was von alleine losgeht? Chill mal, bin mit allen davon verbunden. Feedbackschleife, sicherer Link und all das. Du bist mit allen verbunden? Hast du keinen Schiss von einer Überladung? Ich? Schiss? Naja, vielleicht ein bisschen. Was mit den Vorbesitzern ist? Wen zur Hölle? Aber egal, das Zeug soll ja nicht kalt werden, nicht wahr? Zieh dir das Teil ein. Rostovich DB2 Satala hat angeblich diesen Brick-Typen gehört. Woher hast du das Teil? Ein guter Händler verrät seine Quellen nicht. Aber bei mir gibt's alles, was du dir wünschst. Lass deine tödlichen Träume wahr werden. Ja, also man merkt, die Leute hier, die sind ein bisschen anders. Also ein bisschen. Also, ne? Ja gut, Moneten haben wir nicht. Aber ist in Ordnung. Hab wilde Geschichten über den Markt gehört. Geld unter Verkäufern in Kabuki als legendär. Die Legende stimmt wohl. Die Stände hier sind nur die Spitze des Eisbergs. Wenn du tiefer eintauchst, findest du eine düstere und wirklich widerliche Wahrheit. Diese
sind schon so. Die fetten Geschäfte finden hinter verschlossenen Türen statt. Im Stadion treffen sich die großen Kunden mit den großen Verkäufern. Ich weiß, ich muss eigentlich woanders hin, aber ich will mich hier einfach mal umsehen. Kriege ich den? Hey, falsche Richtung. Aber ich will mich umsehen. Ja, Präsidentin retten und so, ne? Nicht in Dogtown. Steuern? Wer braucht schon Steuern? In Dogtown sorge ich für die Sicherheit deiner Geschäfte. Solange du dich an meine Regeln hältst. Klingt fair? Finde ich auch. Okay. Distribution. Oh Junge. Vergiss nicht, wer du bist. Wobei, egal. Du. Lässt du mich gehen? Oh, würde ich. Aber du wolltest ja nicht hören. Moin. Wie? Was ich fragen wollte. Wie schlimm ist das für dich? Warum fragst du? Es beschäftigt mich halt, seit ich mich verlinkt habe. Vielleicht, weil ich deine Bioman-Anzeige die ganze Zeit vor mir sehe. Sorry. Keine Sorge. Der Relic bringt mich um. Aber dich und Myers werde ich noch retten können. Das ist nichts. Ich will doch, dass es gut ausgeht für dich. Du kämpfst um dein Leben. Du verdienst eine zweite Chance. Nett von dir. Hoffentlich stimmt's. Kopf hoch. Wir hängen da beide drin. Weise Worte. Also, ich muss ja auch sagen, du... Hör dir mal auf, wenn immer so die spawnen! Also ich muss ja sagen, Songbird ist mir lieber als Johnny, ja. Johnny disst mich immer und macht mich fertig. Und Songbird ist bis jetzt ganz nett. Also Johnny, wenn man Johnny umtauschen könnte, also theoretisch. Okay, ab aufs Dach mit dir. Was? Wozu denn? Die schöne Aussicht. Ich mein's ernst. Von da aus siehst du nämlich, wo wir gleich landen. Okay. Soll ich Angst haben oder eher weniger? Das sieht ja alles nicht so stabil aus, ich bin ehrlich. Nimm den Aufzug. Oh, Junge. Scheiße, da ist ein Schaltkreis durchgebrannt, hab keinen Zugang. Und jetzt? Starte mal den Generator neu. Ein Problem nach dem anderen. Bei dir geht alles kaputt. Die Tech hier pfeift aus dem letzten Loch. Oder die Hardware schmiert ab, weil du zu grob hackst. Okay, läuft wieder. Der Aufzug kann jetzt hoch zum Dach. Ich bin kein Freund von diesem Aufzug. Übrigens, ich sag, wie es ist. Wir erreichen dann gleich den Luftraum von Night City. Die Landung wird unangenehm. Bist du bereit? Und auch für alles, was danach kommt? Weiß nicht, ob man für eine erzwungene Landung bereit sein kann. Vor allem in Dogtown. Aber mit dir sehen unsere Chancen besser aus. Würde ich auch sagen. Oh nein. Leute, ich glaube, ich kenne die Stelle aus dem Trailer. Aber ich spoiler nichts, falls ihr den Trailer nicht gesehen habt. Wie ist die Lage an Bord? Stabil, aber angespannt. Verständlicherweise. Siehst du? Das sind wir. Ich sehe euch nicht. Space Force One. Wir verlieren an Höhe. Gleich wird's holprig. Ich sehe euch nicht. Oh, fuck. Ach, das seid ihr, oder wie? Nee. Was? Was ist los? Oh, Junge. Was zum Teufel? Da ist eine Rakete. Noch eine. Wie die Präsidentin! Du musst... Songbird! Scheiße, oh Junge! Oh Junge! Scheiße! Oh Junge! Oh ja. Let's go! Gar kein Problem. Wir kommen. Yeet! Ganz toll. Oh Junge. Hier ist richtig die Action los.
Songbird. Okay, bin wieder da. Songbird. Und draußen. Sicher gelandet. Scheiße, Songbird. Ich dachte, du wärst... Fuck. Ja, ich weiß. Songbird, die Katze, ist jetzt bei ihrem 7. Leben. Ja. Ich hab Myers in den Sicherheitsraum gebracht, bevor ich zum Schleudersitz bin. Zum Wrack wie. Rette sie. Raketen, Songbird? Die haben euch gerade abgeschossen. Oh, Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass Hansen so krank im Kopf ist. Oder so entschlossen. Beeilung, los. Ja. Und weiter? Hast du einen Plan? Finde Myers, bring sie zur Liz Crest Street. Momentan der sicherste Ort in Dogtown. Okay. Ich melde mich wieder. Viel Glück, Vi. Okay. Ja, Leute, und ich bin immer so gemein, an dieser Stelle einen Cut zu setzen, einfach weil die Folge jetzt auch schon mega lang ist. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ihr seid genauso gehypt und gespannt wie ich, wie es weitergeht. Ja, ich würde am liebsten jetzt die nächste Folge aufnehmen, aber ich werde erstmal dieses Video hier fertig schneiden. Und ich bin richtig hyped. Es geht richtig los mit dem DLC. Mit dem richtigen Knall ist es losgegangen, wortwörtlich. Das DLC ist so krass, dass mein PS5 komplett gefühlt gebrochen ist dadurch. Oder es halt einfach nicht optimiert ist, aber darüber reden wir nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann. Ich... Abmoderation, ihr kennt das. Bis denn.